Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Bildungsbürger Prols Bundle von Pöbel MC. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Bildungsbürger Prols von Pöbel MC. Das Ganze am 20. März erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, das Bundle besteht hier aus einem Poloshirt. Dann haben wir mit dabei Sticker, 5 Stück an der Zahl. Einen Aufsteller, so einen Karton, so einen Pappaufsteller. Und zusätzlich natürlich das Album in der Vinyl Edition. Wir fangen direkt mit dem Album an. Pöbel MC Bildungsbürger Prols Hörausgabe PM Klamm. Ja, also wem dieses Cover, wem dieses Artwork her bekannt vorkommt, es wird ja eventuell doch den ein oder anderen Menschen geben, der vielleicht etwas Bildung in seinem Leben genießen durfte, beziehungsweise eine höhere Schule besucht hat. Vielleicht kommt euch das hier bekannt vor. Das sind die bekannten Reklambüchlein, diese kleinen Taschenbücher. So sehen die aus. Und genau in diesem Design, früher war das auch nochmal etwas anders hier mit diesem weißen Streifen, das wandelt sich immer ein bisschen ab, dieses Reklamdesign, aber im Prinzip sind genau das hier diese Reklamfarben, so gelb, schwarz und weiß. Und in diesem Stil hat man hier auch das Albumcover bzw. das Artwork gehalten. Hier lesen wir dann Hörausgabe, klar, es handelt sich um eine Vinyl und hier hat man dann statt PM-Klamm normalerweise Reklam stehen. Ich gehe mal davon aus, dass PM hier entweder für Pöbel MC oder Pöbel Musik steht. Aber ja, das nur so am Rande. So, hier an der Seite lesen wir auch wieder Pöbel MC Bildungsbürger Prols und hier unten haben wir noch die Katalognummer. Das Album ist erschienen über Audiolied. Auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier einmal das Album Bildungsbürger Prols auf der ersten Vinyl, auf A- und B-Seite verteilt, 12 Tracks. Ein Feature ist mit dabei von Millie Dance. Dann haben wir darunter etwas kleiner die Infos, also wer hat Beats produziert, beziehungsweise wer hat hier mitgemacht, wer hat Mixing, Mastering und so weiter übernommen. Also hier die Credits stehen hier. Und dann haben wir noch C- und D-Seite, also die zweite Vinyl. Und hier befindet sich ein extra Album, beziehungsweise ein extra Tape, und zwar Pöbel Sports. 8 Tracks sind hier nochmal drauf, keinerlei Features. Und hier in der Klammer haben wir nochmal die Beat-Produzenten angeführt. Ebenso hier die Credits, dann die Beteiligten und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. So sieht das Ganze hier innen aus. Wir haben hier auf der linken Seite einmal den Interpreten Pöbel MC mit dem dazugehörigen Pullover. Ja, er sitzt hier in einer Bücherecke. Also wirklich von unten bis oben das Regal. Alles hier mit Büchern vollgestopft. Eventuell ist das eine Buchhandlung, irgendein Antiquariat. Vielleicht sind es auch seine privaten Räume, keine Ahnung. Also wenn es so bei ihm privat aussieht, Respekt. Und auf der rechten Seite haben wir dann nochmal einen, ja, einen etwas anderen Ort. Hier sieht es mehr so aus nach Labor bzw. Chemie. Als wird hier gerade irgendwie ja, Substanzen zusammengemischt. Wir schauen mal in die Stecktaschen nach den Vinyls. Nummer 1 und Nummer 2. So, als erstes haben wir natürlich das Album, kommt hier in einer weißen Papierhülle, das ist die Vinyl, falsche Seite, hier geht's los, das ist die A-Seite, die ersten 6 Tracks hier aufgelistet, da auch das Feature Millie Dance und dann haben wir die B-Seite, hier sind dann auch nochmal 6 weitere Tracks und auch hier diese Vinyls wieder in diesem Reklamdesign, beziehungsweise PM-Klamm-Design natürlich. So, dann packen wir das wieder rein und kommen zur zweiten Vinyl. Wie gesagt, das ist das extra Album, das ja schon etwas länger her ist. Pöbel Sport Tape. Das ist dann, hier geht's los, die C-Seite mit 4 Tracks und auf der Rückseite die D-Seite mit weiteren 4 Tracks. So, ich glaube, es ist das erste Mal, dass das Album überhaupt oder das Tape physisch
erhältlich war, in Kombination mit diesem Bundle. Dann packen wir die beiden Vinyls mal zur Seite und kommen zu den Stickern. 5 Stück sind es geworden. Einmal hier das Albumcover, quadratisch. Und dann haben wir hier Pöbelsboards, kreisförmig. Einmal hier in Rot und Weiß, zweifach, und einmal zweimal hier in Schwarz-Weiß. So, hier unten lesen wir noch Nomen est Omen, Pöbel MC established 2015. Jawohl, also 5 Sticker sind hier noch dabei. Dann kommen wir zum nächsten Inhalt, und zwar zu einem Textilinhalt. Wir haben hier tatsächlich ein Poloshirt. Ich muss ehrlich sagen, ich kann mich nicht erinnern. Also mir wäre jetzt keine Box oder kein Bundle bekannt, wo es ein Poloshirt gegeben hätte. Falls euch irgendwas einfällt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir haben hier einmal auf der Brust den Schriftzug Pöbel Sport auf der linken Brust. Ansonsten hier alles einfärbig. Die Farbe hier nennt sich übrigens Burgundi, also so mehr oder weniger so ein Weinrot. So sieht das aus. Auf der Rückseite auch komplett in diesem Stil, also in dieser Farbe. Kein Aufdruck oder kein Neckprint. Hier, das auf der Brust ist aufgestickt, der Schriftzug Pöbel Sports. Dann haben wir hier die Knopfleiste mit 3 Knöpfen. Und wir haben es zu tun mit einem Fruit of the Loom Premium in der Größe M. Das Ganze ist 100% Baumwolle. Und wo haben wir es hier? Made in Marokko. Grüße gehen raus. Kleine Info noch zu diesem Poloshirt. Es gab das Bundle auf der Webseite zu bestellen in verschiedenen Ausführungen. Also es gab einmal das Poloshirt in 2 verschiedenen Varianten. Und zwar gab es einmal diese Farbe hier, Burgundi, als auch, ich glaube, die zweite Farbe war hellgrau. Ich habe mich, wie ihr sehen könnt, für Burgundi entschieden. Und nicht nur das, man konnte auch noch die Farbe auswählen, die Größe auswählen. Und ich habe mich natürlich für M entschieden. Jawohl. Das nur als kleine Info. So, und damit nicht genug. Wir haben noch den Aufsteller. Der sieht so aus. Es sieht auch hier wieder nach Buchladen aus. Also hier wieder diese Riesenstapel an Büchern und die geballte Faust in unsere Richtung. Das Ganze ist relativ stabil. Also wir haben hier wirklich so eine dicke, gepresste Schicht. Weiß nicht, was das ist. So Karton, Holz. Ja, ist auf jeden Fall sehr hart. Und auf der Rückseite haben wir dann so ein Kartonelement angeklebt, mit dem man scheinbar das Ganze dann aufbauen kann. So, wenn ich das jetzt richtig verstehe, klappen wir hier einmal, zweimal ein. Und dann kann man das wahrscheinlich... Ich frage, wie man das hier befestigt. Ah ja, genau. So, hier klappen wir das dann ein. Ich war jetzt nur etwas zimperlich, weil ich Angst hatte, dass ich da irgendwas abreiße oder ab... Knicke, nein, genau so passt. Also man knickt das hier so um und dann kann man hier diesen Aufsteller wunderbar hinstellen, ins Regal, auf die Kommode, wohin auch immer. Und dann hat man hier dieses Bild. Ansonsten kann man es natürlich auch wieder zusammenfalten und irgendwo flach hinstellen oder einfach mit einem Häkchen an die Wand machen. Wie man möchte, gibt es hier noch diesen Aufsteller, dieses Bild obendrauf. So. Und zusätzlich, auch wenn es eigentlich nicht regulärer Inhalt des Bundles war, aber wenn ihr das Ganze bei Audiolead bestellt, bei dieser Website, bei dem Label, kriegt ihr noch ein paar Sachen obendrauf. Jedenfalls war es bei mir so. Zum einen habe ich hier diese Zeitung bekommen. Das sind einige Seiten hier. Die gibt es obendrauf, diese Zeitung. Dann waren dabei jede Menge Sticker. Und zwar, ich mache das jetzt im Schnelldurchlauf, also einmal hier, zweifach, der war einmal dabei, dann hier zweimal, dann das hier zweimal, den gibt es zweimal und den hier auch zweimal. So, nachdem jetzt hier wirklich alle Sticker irgendwie doppelt vorhanden waren, gehe ich mal davon aus,
dass der vielleicht auch zweimal vorhanden sein sollte. Keine Ahnung, ich hatte einen dabei. Ja, also sind auf jeden Fall jede Menge. Es sind 3, 5, 7, 9, 11 Sticker, die ich hier noch oben drauf mitbekommen habe bei dieser Bestellung. Ja, wie gesagt, es ist meines Wissens kein regulärer Bundle-Inhalt, er war nicht beim Bundle angeführt, es ist wirklich so vom Label noch eine Zugabe bei diesem Shop. Und das absolute Highlight kommt jetzt, und zwar gab es das hier noch oben drauf, 2 Blätter Klopapier, bestempelt hier in Rot, from Audiolead with Love. Also wir haben hier so ein Herzchen und diesen Schriftzug. Wunderbar, also ich gehe mal davon aus, dass das jetzt eine Sonderaktion ist, gerade in Zeiten von Corona. Da ja irgendwie, zumindest hier jetzt in Deutschland oder Österreich, ich glaube, es ist mittlerweile sogar ein internationaler Trend, die Leute beginnen kistenweise und tonnenweise irgendwie Klopapier zu Hause einzulagern. Kein Mensch weiß warum. Ja, da bin ich natürlich heilfroh, dass ich hier noch 2 Stück zusätzlich bekommen konnte. Vielen Dank dafür. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das gezeigte Poloshirt, wie gesagt, war sowohl in der Größe als auch in der Farbe verschiedene Sachen auswählbar. Dann haben wir hier diesen Aufsteller, diesen doch recht massiven quadratischen Aufsteller. Die 5 Sticker, 3 verschiedene Motive und natürlich die Doppelvinyl mit dem Album Bildungsbürger Preuß mit insgesamt 12 Tracks auf der ersten Vinyl und auf der zweiten Vinyl dann noch das Pöbel Sports Tape mit 8 Tracks. Das alles in diesem wunderbaren Bundle Bildungsbürger Preuß von Pöbel MC. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Pöbel MC unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.